Ja, geschätzte Frau Stadtpräsidentin, geschätzte Herren, geschätzte Anwesende von den Medien, geschätzte Gäste, herzlich willkommen zu dieser Medienkonferenz zum Thema Finanzplatzmonitoring, wo wir Ihnen ja im Zweijahresrhythmus neu möchten veröffentlichen und auch vorstellen und damit Ihnen eben Auskunft möchten geben über den Zustand von der Finanzbranche, auch Perspektiven vom Finanzplatz Zürich. Wir legen ganz einen speziellen Schwerpunkt in diesem Jahr auf die Frage von der Digitalisierung, also Digitalisierung im Finanzsektor. Und ich möchte Ihnen jetzt auch die weiteren Referenten kurz vorstellen. Es ist zum einen Frau Stadtpräsidentin Corinne Mauch. Ich möchte hier ausdrücklich betonen, dass wir die Studie gemeinsam in Auftrag gegeben haben. Das ist sehr wichtig und dafür möchte ich mich auch bedanken. Frau Stadtpräsidentin hat am Schluss von der Medienkonferenz dann noch Schlusswort. Dann der Herr Martin Eichler. Er ist der Chefökonom von BAK Basel. Und er hat die Studie zusammen mit seinen Mitarbeitenden verfasst. Und er wird sie Ihnen anschliessend auch präsentieren. Und dann ist noch der Herr Thomas Ulrich. Er ist der Präsident vom Zürcher Bankenverband. Und er hat als Experte in dieser Funktion, an dieser Studie mitgewirkt. Und er wird auch noch die Einschätzung aus der Sicht von der Branche, von der Finanzbranche, Ihnen nachher erläutern, wie er sich zu dieser Studie stellt. Und speziell begrüßen möchte ich auch Frau Eva May. Sie sitzt beim Publikum, oder wie man das bezeichnen will. Sie ist Mitarbeiterin von der Standortförderung und sie hat Projektleitung in dieser Studie. Und alle Referenten, inklusive meiner Wenigkeit, stehen Ihnen selbstverständlich im Anschluss an die Medienkonferenz noch für Fragen zur Verfügung. Ja, wir tun ja seit 2009 in regelmäßigen Abstand prüfen, wie der Zustand und auch wie Perspektiven sind vom Finanzplatz Zürich. Und seit einigen Jahren, und das darf ich sagen, und das freut mich auch, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich. Die positive Entwicklung vom Finanzplatz, die liegt uns allen am Herz. Und wir auch als Volkswirtschaftsdirektorin von dem Kanton Zürich, weil über 90'000, und das ist doch eine beachtliche Zahl, 90'000 Menschen in unserem Kanton Zürich Arbeit finden durch die Finanzbranche. Dass das Gedeihen vom gesamten Wirtschaftsraum Zürich darum eng mit der Entwicklung vom Finanzplatz abhängig ist und auch verbunden ist, das zeigen die Branchenporträts ganz eindeutig und sie zeigen das auch sehr eindrücklich. Das heisst, der Finanzplatz, er ist und er bleibt auch 10 Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise, er ist das Rückgrat der Zürcher Wirtschaft. 2015 hat er eine Bruttowertschöpfung von doch stolzen 26,5 Milliarden Franken generiert und er hat damit gut 17% zum regionalen Bruttoinlandprodukt damit beigesteuert. Das heisst, knapp jeder 10. Beschäftigte in der Region Zürich ist also im Jahr 2015 im Finanzsektor tätig gewesen. Und das ist doch eine stolze Zahl. Die Bedeutung der Finanzbranche sie wird auch noch verstärkt durch zahlreiche Aufträge, die ja die Finanzbranche an andere Branchen kann erteilen und damit auch wieder Wertschöpfung, zusätzliche Wertschöpfung generiert. Ich nehme da, picke mir raus, einerseits zum Beispiel die ganze ICT-Branche, die natürlich sehr stark für die Finanzbranche tätig ist, oder um das auch zu sagen, Gastronomie, immerhin 90'000 Menschen, Arbeitsnehmende, die wollen auch verpflegt werden. Der Finanzplatz Zürich, er generiert auch, und jetzt ist das ein Blick auf die ganze Schweiz, er generiert 44% von der gesamten Wertschöpfung vom Schweizer Finanzsektor. Und das ist auch ganz klar, wenn man 44% kann, in einer nationalen Betrachtung einbringen kann, dann sieht man auch, es ist mit Abstand das grösste Finanzzentrum der Schweiz. Ist der Kanton Zürich, ist da bei uns.
Auch im internationalen Kontext hat Zürich nicht an Bedeutung verloren. Zürich liegt ja nach dem sogenannten Global Financial Center Index auf dem Rang 9 und erzählt damit, das kann man auch sagen, zur Top-Liga der internationalen Finanzplätze. Und auch innerhalb von Europa müssen wir die Konkurrenz nicht scheuchen. Wir stehen auf Nummer 2 nach London. Ja, in den letzten Jahren nach der Finanzkrise hat sich ja der Finanzplatz Zürich, das kann man sicher auch sagen, insgesamt weniger dynamisch entwickelt. Man hat zwar den Rückgang der Bruttowertschöpfung in den Jahren 2008 und 2009 durch ein moderates Wachstum in den Folgejahren kompensieren, aber es ist auch festzustellen an die hohen Wachstumsraten, die man hat in den Vorkrisenjahren, wenn man das so bezeichnen will, hat der Finanzsektor bis jetzt nicht wieder anschliessen können. Das heisst, im internationalen Vergleich liegt Zürich bezüglich Wachstum nach 2007, aber trotzdem, es liegt im Mittelfeld, aber trotzdem im Mittelfeld, wenn man die verschiedenen Finanzstandorte anschaut. Im Moment befindet sich der Finanzsektor, und das ist auch zu konstatieren, sicher in einem sehr anspruchsvollen geschäftlichen Umfeld. Was sind die Ansprüche, die auch die Finanzbranche beschäftigt? Es ist einerseits das niedrige Zinsniveau. Das ist ein Umstand. Wir haben die negativen Einlagezinsen bei der Nationalbank. Also das spürt natürlich auch die Finanzbranche. Wir haben nach wie vor der fürs Auslandgeschäft unvorteilhafte Frankenkurs, ist immer noch eine Herausforderung. Und wir haben natürlich ebenfalls die noch immer nicht abgeschlossenen Anpassungen von der ganzen Schweizer Finanzmarktregulierung. Das alles sind vier Punkte, die ich da um mir rausgepickt habe, wo die Finanzbranche nach wie vor herausfordern und beschäftigen. Für die Jahre 2017 und 2018 ist jetzt aber, und das ist erfreulich, mit einer leicht anziehenden Dynamik zu rechnen. Sie ist insgesamt stärker in der Schweiz als und dürfte darum neu auch die Erholung insgesamt von der Volkswirtschaft weiter vorantreiben. Weiter ist auch davon auszugehen, dass durch die fortschreitende Digitalisierung und Standardisierung weitere Geschäftsprozesse werden erfolgen. Sie werden effizienter sein. Das wird sich auf die Finanzbranche auswirken. Und sie werden auch, das ist auch zu sagen, sie werden auch ausgelagert werden. Und damit gehen wir davon aus, dass insgesamt die Produktivität von der Finanzbranche durch verschiedene Massnahmen natürlich in den nächsten Jahren wieder dürfte zunehmen. Das Wachstum vom Finanzsektor der Region Zürich dürfte somit, das ist unsere Prognose, wieder auf etwas, auf nein, ich sage es präzise, wieder auf ein etwas höheres Niveau ansteigen, als es in den letzten Jahren war. Die fortschreitende Digitalisierung, die ist für uns als einer der wichtigsten und zentralen Treiber für den Strukturwandel im Finanzsektor. Wir gehen davon aus, dass sich durch Digitalisierung Produktionsgewinne werden ergeben. Und die werden die Finanzplatz fit machen, da sind wir überzeugt, auch für die Zukunft. Es ist zum Beispiel zu denken an den Zahlungsverkehr oder an Wertschriften, Transaktionen, die in der Digitalisierung ja bereits jetzt schon relativ weit fortgeschritten sind und das werden sich weiter voranschreiten werden. Und wo man aber immer noch, das muss man sagen, es schreitet voran, aber wir haben immer noch Verbesserungsbedarf auch in diesen Bereichen. Ich glaube, dass der Kanton Zürich dank sehr attraktiven Rahmenbedingungen und einer hohen Innovationsfähigkeit gut aufgestellt ist, um zu profitieren von dem weltweit prognostizierten Wachstum infolge von der Digitalisierung, von der Gesamtwirtschaft. Und ich bin auch überzeugt, dass sich der Standort Zürich im internationalen Wettbewerb wird behaupten. Und ich sage es ganz ausdrücklich auch,
im Finanzsektor. Und ich erinnere in diesem Zusammenhang gerne an unsere herausragende ETH, an die Universität Zürich, an all die Grundlagenforschung im Bereich von der Fintech, im Bereich von der Blockchain-Technologie, wo wir gut aufgestellt sind und wo wir wollen vorantreiben und auch eine treibende Kraft werden. Ich erinnere auch daran, dass auf dem Gelände vom Innovationspark Zürich ja jetzt Abklärungen im Gang sind, dass wir dort ein gesamtschweizerisches Blockchain, also Blockchain-Forschungs- und Innovationszentrum unter dem Label Trust Square wollen aufbauen, etablieren und dort auch zu einer starken Stimme letztlich auch für die Finanzbranche werden. Und ich glaube, gerade in einer Umbruchphase der Digitalisierung ist es eben sehr entscheidend, dass man dem Finanzplatz günstige Rahmenbedingungen bietet und dem Finanzplatz den Spielraum auch gibt. Der Zürcher Regierungsrat und ich als Volkswirtschaftsdirektorin, wir sind uns der volkswirtschaftlichen Bedeutung vom Finanzplatz sehr bewusst. Das kann ich Ihnen sagen. Und wir setzen darum auch auf gute Standortbedingungen für den Finanzplatz. Und das Ziel muss ja immer das Gleiche sein. Der Finanzplatz soll stabil sein. Er soll aber auch sich zukunftsgerichtet können positionieren, damit er eben auch in Zukunft international und regional attraktiv bleibt und dass er auch in Zukunft all die Arbeitsplätze zur Verfügung stellt und die grosse Wertschöpfung generiert. Und bei allem Einsatz, den ich Ihnen jetzt da gesagt habe für die Finanzbranche, habe ich natürlich als Volkswirtschaftsdirektorin auch noch weitere Erwartungen an die Finanzbranche. Sie haben ja gesehen, in den letzten Monaten haben wir sehr intensiv darüber diskutiert, über den Fachkräftemangel, auch auf Bundesebene. Und es ist mir ganz klar, dass ich glaube, bei so einer Bedeutung und bei so einer grossen Anzahl von Mitarbeitenden, ich habe die Zahl von 90'000 genannt, ist ja klar, dass da die Herausforderung auch darin besteht, da einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Stichwort sind unter dem Titel Fachkräftemangel sicher die Frage von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch einen verantwortungsvollen Umgang mit all den Menschen, die über 50 plus sind, die auch übrigens ein grosses Potenzial haben. Ich kann Ihnen sagen, dass ich in diesen Themen auch Fachkräftemangel in einem sehr intensiven Austausch bin, auch mit Herrn Thomas Ulrich. Wir treffen uns regelmässig und wir diskutieren die gesamte Breite diskutieren von der Finanzbranche, als auch das, was ich Ihnen vorher geleitet habe, aber auch wie die Frage, wie man in dem Sinn die Finanzbranche auch in diesen Themen voranschreiten kann. Ja, meine Damen und Herren, am Finanzplatz Zürich, bei den Banken, bei den Versicherungen und bei allen sonstigen Finanzdienstleistern, da arbeiten sehr viele engagierte Menschen, Kundenberaterinnen, Kundenberater, Analysten, Lernende und so fort. Und jeder leistet mit seiner Arbeit täglich einen entscheidenden Beitrag fürs Funktionieren und auch das Wohlergehen vom Finanzplatz. Und damit letztlich, dass wir überhaupt so eine internationale Strahlkraft haben und so eine volkswirtschaftliche Bedeutung haben, wo unser Finanzplatz ja, und das darf ich auch mit Stolz sagen, heute hat. Und ich möchte darum eine Gelegenheit da auch wahren, all diesen Menschen da meinen Dank auszusprechen für die Leistung, die sie da tagtäglich machen. Und in dem Sinn gebe ich jetzt sehr gerne das Wort an Herrn Eichler von BAK Basel, dass Sie könnten Ihre Studie jetzt uns näher vorstellen. Sie haben das Wort. Ja, guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir die Studie, die wir ja regelmäßig mit Kanton und Stadt Zürich durchführen können, alle 2 Jahre die aktuellste Ausgabe Ihnen heute vorstellen darf, die ich zusammen mit meinen Kollegen Michael Grass und Martin Peter erstellt habe. Ein bisschen bin ich jetzt gerade am Schwimmen. Es war eine hervorragende Zusammenfassung. Wir werden vieles noch mal sehen. Ich werde versuchen, das eher noch mit ein bisschen Details anzureichern, weil die wichtigsten Punkte haben wir sicher gerade schon gehört. Zunächst einmal ganz kurz, was ist der Finanzplatz Zürich, zumindest im Verständnis unserer Studie hier? Zum einen
Finanzplatz, das besteht aus Banken und Versicherungen und aber auch zusätzlich noch aus den sogenannten sonstigen Finanzdienstleistungen. Das sind denen zugewandte Tätigkeiten wie Versicherungsmakler, Fondsmanagement, Börsen oder ähnliche Tätigkeiten. Das sind also die drei Teilbranchen, die auch in der offiziellen Branchenklassifikation sich so identifizieren lassen. Und als Region Zürich verstehen wir für diese Studie die Kantone Zürich, Zug und Schwyz gemeinsam. Wenn ich also im Folgenden von Zürich rede, dann meine ich normalerweise diese drei Kantone und nicht nur den Kanton Zürich oder die Stadt alleine. Wir werden uns aber auch im Detail anschauen, wie die einzelnen Teilregionen zum Finanzplatz insgesamt beitragen. Wir haben schon gehört, dass der Finanzplatz außerordentlich wichtig sind. Und das sind die Zahlen, die das hier auch noch einmal zeigen. Zunächst, die gesamte Säule stellt uns dar, wie wichtig ist der Finanzplatz in der Schweiz für die Schweizer Gesamtwirtschaft. Fast 10% der Schweizer Wertschöpfung stammen aus dem Finanzsektor. Das ist mehr als zum Beispiel auch in UK, wo London einen großen Beitrag leistet, aber der Gesamtanteil unterhalb des Schweizer Anteils liegt. Der Finanzsektor ist für die gesamte Schweiz also extrem wichtig. Und zwar kann man nicht sagen, der Schweizer Finanzsektor ist gleich der Züricher Finanzsektor, aber doch, wir haben diese Zahl auch bereits gehört, 44% des Schweizer Finanzsektors sind in der Region Zürich zu Hause und nur zum Beispiel 18% in der Region Genf-Watt, also ein mehr als halb so großer Anteil nur. Und auch wenn man das in Relation setzt, zum Beispiel generiert die Region 25% des BIPs oder hat 21% der Schweizer Bevölkerung, also der Konzentration des Finanzsektors ist wirklich außerordentlich hoch in der Region. Wir sehen auch, dass der Anteil in Zürich am Schweizer Finanzsektor recht hoch ist. Nur London kann einen größeren Anteil zum britischen Finanzsektor beitragen. In den anderen Regionen ist der Anteil des Hauptfinanzzentrums des Landes meistens geringer. Stockholm ist noch eine Ausnahme hier, wo der Anteil nochmals größer ist. Aber wenn man zum Beispiel gerade Frankfurt anguckt, das deutsche Finanzzentrum leistet nur einen relativ kleinen Anteil zum gesamten deutschen Finanzsektor. Auch das ein Zeichen der hohen Konzentration. Drehen wir die Betrachtung etwas um. Auch diese Zahl haben wir eben schon gehört. Wie wichtig ist der Finanzsektor für die Region Zürich? Das ist hier abgebildet, die Beschäftigten und die Erwerbstätigen. 17% der Wertschöpfung kommen aus dem Finanzsektor. 17% des Wohlstands der Region werden im Finanzsektor generiert und rund jeder 10. Arbeitsplatz liegt dort. Das ist bei der Wertschöpfung etwa so viel, wie die gesamte Industrie in der Region Zürich beiträgt, was der Finanzsektor macht. Industrie inklusive Bau, also wirklich von hoher Bedeutung. Wir können uns das allerdings noch etwas weiter im Detail anschauen. Wie setzt sich der Finanzsektor wirklich zusammen? Und bei der Wertschöpfung sehen wir, dass Versicherungen und Banken in der Region etwa gleich großen Beitrag leisten, einen deutlichen kleineren Beitrag dann durch die sonstigen Finanzdienstleistungen. Bei den Banken sind das vor allem außerordentlich die Großbanken. Mehr als die Hälfte des Finanzsektors in der Region wird tatsächlich von den Großbanken getragen. Es kommt dann ein bisschen darauf an, welche Kennzahlen man anschaut, aber Kennzahlen wie Bilanzsumme oder Ähnliches zeigen dies. Weitere wichtige Player sind Kantonal- und Regionalbanken mit etwa 10%. Bezüglich der Bilanzsumme ist auch die SNB ein sehr großer Player inzwischen. Wir kennen alle die Geschichte mit den Devisenkäufen. Inzwischen macht sie fast 20% der in der Region vorhandenen Bilanzsumme aus. Ausländische Institute machen einen eher kleineren Anteil aus, das sind weniger als 10% heute noch. Ähnlich sieht es bei den Beschäftigten aus im Bankensektor. Die sind ähnlich verteilt mit der Ausnahme der SNB. Hier macht die SNB einen viel kleineren Anteil mit nur etwa 1%. Aber auch bei den Beschäftigten sind die Großbanken der wichtigste Player für die Region. Bei den Versicherungen, die bei der Wertschöpfung ähnlich wichtig sind, bei den Beschäftigten etwas weniger wichtig, zeigt sich ein stärker gemischtes Bild. Es gibt hier auch sehr viele verschiedene Kennzahlen. Sowohl der Bereich Leben, Schaden und Schadensbereich sind stark vertreten in der Region. Etwas weniger deutlich der Bereich Krankenversicherungen. Ein ausgesprochenes Cluster im Versicherungsbereich haben wir im Bereich der Rückversicherungen. 98% aller in der Schweiz bei Rückversicherungen beschäftigten Personen sind in der Region Zürich ansässig. Also hier wirklich eine klar ausgeprägte Konzentration. Insgesamt machen die Rückversicherungen aber nur zwischen einem Viertel und einem Drittel, je nach Kennzahl der Region aus. Werfen wir noch einen Blick
auf ein weiteres Detail und verzeihen Sie, wenn ich die Region in zwei Teile geteilt habe für die Darstellung, aber auf diese Art sieht man doch mehr. Was wir hier sehen, ist, dass auch innerhalb der Region Zürich der Finanzsektor keinesfalls gleichmäßig verteilt sind. Es sind die beiden großen Städte, Zürich und Winterthur, sowie die Bezirke Uster und Horgen, die besonders stark eine Finanzsektorkonzentration aufweisen. Dann aber auch die Kantone Schwyz und Zug, die zwar nicht ganz so starke Konzentration haben, aber doch eine überdurchschnittliche. Sie sehen das in der Karte anhand der Farbe. Je dunkler, desto höher ist die Konzentration. Dabei fällt auf, dass es eine Art Arbeitsteilung innerhalb der Region gibt. Der Bankenbereich ist besonders stark vertreten in der Stadt Zürich. Sie sehen das anhand der kleinen Kuchengrafik. Und hier natürlich vor allem die beiden Großbanken UBS und CS. Die Versicherungen sind stärker in Winterthur sowie in den beiden genannten Bezirken vertreten, wo jeweils eine der großen Versicherungen ihren Hauptsitz hat. Und die beiden Kantone Schwyz und Zug punkten vor allem mit dem Bereich sonstige Finanzdienstleistungen, insbesondere im Bereich von Fonds ist hier eine große Aktivität. Allerdings, man darf sich hier nicht täuschen lassen, der Kanton Zürich an sich ist natürlich viel gewichtiger im Finanzsektor als die beiden kleineren Kantone. Obwohl der Anteil der sonstigen Finanzdienstleistungen in diesen Kantonen viel höher ist, ist trotzdem die gesamte Masse der sonstigen Finanzdienstleistungen in dem Kanton Zürich viermal so groß wie in diesen beiden Kantonen zusammen. Also Sitz des Börsenbetreibers und auch viele zugewandte Dienstleistungen sind eben doch in der Stadt oder in der Kanton Zürich tätig, allerdings eben nicht in dieser Konzentration wie in den beiden kleinen Kantonen, die wirklich speziell im Fondsbereich konzentriert sind. Werfen wir einen Blick auf die Entwicklung. Auch hier haben wir die wichtigsten Stichworte schon gehört. Tief- oder Negativzinsen haben den Finanzsektor stark belastet. Der Frankenkurs war auch insbesondere für das internationale Geschäft eine erhebliche Belastung. Und 2016 hat auch im Börsenbereich eine, zumindest in der Schweiz, wenig günstige Entwicklung gebracht. Der SMI hat praktisch stagniert, während international die Börsen durchaus gewachsen sind. Dies schlägt sich natürlich auch in der Wertschöpfung wieder. Sowohl 2015 wie 2016, Sie sehen das an den roten Balken, hat der Finanzsektor insgesamt relativ schlecht performt, konnte nur schwach wachsen in der Region Zürich. Sogar noch etwas schwächer als in der gesamten Schweiz, das ist hier nicht abgetragen. Dort hat es sich noch etwas besser entwickelt, allerdings auch nur marginal. Zürich ist durch die stärkere Internationalisierung des Finanzsektors durch die belastenden Faktor eben noch mehr betroffen gewesen als die übrige Region. Für die beiden kommenden Jahre, also für das laufende und das kommende Jahr, sehen wir eben auch aus den schon genannten Gründen eine wieder bessere Entwicklung vor. Wir sehen ein Wachstum in etwa des Schweizer Durchschnitts, 1,5 bis 2 Prozentpunkte für den Finanzsektor voraus. Insbesondere internationale Belastungsfaktoren dürften sich entspannen. Eine leichte Entspannung des handelsgewichteten Frankenwechselkurs, insbesondere der Dollarwerte zurzeit auch. Auch etwas eine Verbesserung des Zinsumfelds, wenn auch noch nicht von Seiten der SNB, so sieht man doch bei langfristigen Zinssätzen gewisse Bewegungen nach oben, lassen die Hoffnungen aufkommen, dass auch im Finanzsektor wieder eine bessere Entwicklung ansteht. Zudem sind die Investitionen der letzten Jahre, insbesondere in neue Regulierungsmaßnahmen, ich erinnere zum Beispiel an den automatischen Informationsaustausch, den in den letzten Jahren getätigt wird, dürften einige Früchte tragen. Und last not least, besonders für die Versicherungen wichtig, die allgemeine Konjunkturlage dürfte sich auch etwas verbessern, was auch dem Finanzsektor zugutekommt. Allerdings dürfen wir uns nicht täuschen lassen, dieses Wachstum, was etwa im Schnitt der Gesamtwirtschaft liegt, ist noch keine außerordentlich gute Performance. In den Jahren vor der Finanzkrise haben wir im Finanzsektor deutlich höhere Wachstumsraten gesehen, auch schon in den 80er und 90er Jahren. Diesen Lokomotivfunktionen, die der Finanzsektor dort hatte, gerade auch für die Region Zürich, die sehen wir in den kommenden Jahren noch nicht wieder. Das ist eine Hoffnung, dass längerfristig hier wieder mehr Dynamik entsteht, aber in der kurzen Frist können wir damit noch nicht wirklich rechnen. Werfen wir noch kurz einen etwas detaillierteren Blick in die Teilbranchen in der Prognose. Und hier sehen wir, dass insbesondere der Bankenbereich sich schwächer entwickelt hat, während der Versicherungsbereich eigentlich noch eine relativ solide Entwicklung aufgewiesen hat, mit Ausnahme vielleicht des letzten Jahres, wo es zu gewissen Rückschlägen, insbesondere im Bereich der Rückversicherung gekommen ist, die eben auch durch die internationale Entwicklung belastet wurden. Aber die Belastungsfaktoren, die wir schon genannt haben, Tiefzinsen, internationales Geschäft, schlechte Börsenentwicklung, treffen eben vor allem die Banken. Und auch die neuen Regulierungen sind für die Banken sicher eine stärkere Belastung noch gewesen als für die Versicherung. So überrascht es nicht, dass die Performance hier schlechter ist.
Und insbesondere ein Blick auf den zweiten Teil der Grafik, auf die Beschäftigten. So sehen wir, dass in 2016 ein deutlicher Abbau im Bereich der Beschäftigten im Bankensektor stattgefunden hat. -2% ist doch erheblich. Das ist insbesondere auf die Umstrukturierung bei den Großbanken und die zum Teil damit verbundenen Entlassungen verbunden. Es kommt allerdings eben der Produktivität zugute, was die Wettbewerbsfähigkeit der Banken für die Zukunft stärkt. Und so gehen wir auch davon aus, dass in Zukunft, wenn auch schwach, doch auch bei den Beschäftigten im Finanzsektor es wieder zu einem Wachstum kommen kann. Wenden wir uns dem Spezialthema des diesjährigen Berichts zu: Digitalisierung und Industrialisierung. Das sind Herausforderungen, denen sich der Finanzsektor schon seit einigen Jahren stellen muss. Und nicht nur der Finanzsektor, sondern die Wirtschaft insgesamt. Aber im Finanzsektor sind hier besonders gravierende Entwicklungen möglich. Der Finanzsektor bietet ja eine Dienstleistung an. Und diese Dienstleistung besteht eigentlich aus Kommunikation und Information. Und so ist nicht überraschend, dass die Digitalisierung, die Anwendung von Informations- und Kommunikationstechniken eben gerade den Finanzsektor besonders stark betrifft. Die Verbindung mit Industrialisierung ist auch sehr deutlich. Industrialisierung bedeutet ja die Automatisierung von Prozessen, die effizientere Abwicklung von möglichst standardisierten Prozessen. Und wir können uns vorstellen, gerade im Finanzsektor ist dies eben sehr eng mit den Möglichkeiten der Digitalisierung verknüpft. Vorher war eine Industrialisierung der Prozesse oft gar nicht möglich. Heute ist es über die Digitalisierung eben möglich, die Prozesse viel stärker als bisher zu automatisieren. Deswegen eben auch diese beiden Punkte gemeinsam betrachtet. Um uns dem Thema zu nähern, haben wir ein Denkmodell entwickelt, das Sie hier dargestellt sehen, einfach schematisiert, mit dem die verschiedenen Einflussfaktoren auf diese Entwicklung abgebildet werden. Wir haben zum einen im Kern eben die Wertschöpfungskette des Finanzsektors. Wie wird dort Wert geschöpft? Die verschiedenen Arbeitsschritte von Kundenbetreuung über die Abwicklung der wirklichen Geschäfte oder Underwriting im Bereich der Versicherungen bis hin zu Supporttätigkeiten und den üblichen Unternehmensdingen wie IT oder Personalmanagement sind hier drin enthalten. Und die Digitalisierung und Industrialisierung kann an diesen verschiedenen Stufen der Wertschöpfungsketten in ganz unterschiedlichem Maße ansetzen und unterschiedlich zu Effizienzgewinnen beitragen. Das Ganze ist dann eingebettet in vier große Treiber oder Beeinflussungsfaktoren. Zum einen haben wir das Umfeld, insbesondere die Regulierung. Hier sind die neuen Anforderungen an die Banken und Versicherungen, die entstehen, auch ein Druck, Kosten zu sparen und somit stärker auf Industrialisierung und Digitalisierung zu setzen. Gleichzeitig aber behindern sie zum Teil auch neue Entwicklungen, weil entsprechende Prozesse erst genehmigt werden müssen. Wir haben die Technologie natürlich als großen Treiber, die technologischen Möglichkeiten. Dinge wie Big Data oder die App-Entwicklung der letzten Jahre sind Themen hier, die natürlich nicht vom Finanzsektor selber kommen, sondern wo die Technologie von außerhalb eingesetzt wird. Wir haben die Märkte und insbesondere den großen Konkurrenzdruck auf den Märkten. Hier ist die Digitalisierung ein wichtiger Treiber, dass die Konkurrenz überhaupt erst möglich wird. Denn die Digitalisierung ermöglicht es, Wertschöpfungsketten auch geografisch zu zerlegen. Heute können Dienstleistungsschritte an ganz anderen Orten erbracht werden, weil die digitalen Informationen sich eben einfach übertragen lassen, was früher gerade im Finanzsektor nicht möglich war. Und schließlich der Treiber Kunden, die Anspruchshaltung der Kunden stärker eben auch Online-Möglichkeiten nutzen zu können, aber auch auf die Kostenseite stärker zu achten. Wir haben in der Studie jetzt verschiedene Analysen in diese Richtung durchgeführt. Ich werde unmöglich auf alle eingehen können. Ich möchte nur einige wenige Beispiele gleich herausgreifen. Aber so eine Grundsicht zunächst einmal. Man hat so etwas den Eindruck, dass die Schweizer Finanzsektor manchen Entwicklungen eher etwas hinterher ist, jetzt aber das sehr wahrgenommen hat und macht. Man sieht das zum Beispiel sehr stark bei Indikatoren, die den Eigenproduktionsgrad oder den Vorleistungsgrad des Finanzsektors international vergleichen, dass er in vielen Ländern schon die Finanzsektor stärker Vorleistungen als anderen Branchen bezieht. Und das ist ein Zeichen dafür, dass stärker zum Beispiel IT-Dienstleistungen oder Ähnliches extern genutzt werden, wohingegen die Schweiz hier Schweizer Finanzsektor noch mehr selbst produziert. Es tut sich hier aber einiges
und das werden wir eben gleich sehen. Die Beispiele, die ich herausgegriffen habe für die Entwicklung der Digitalisierung und Industrialisierung, stammen jetzt alle aus einer Befragung der Unternehmen, die wir durchgeführt haben. Wir haben Experten aus den Unternehmen des Finanzsektors in der Region Zürich befragt. Rund 50 Experten konnten wir interviewen und strukturiert befragen, wie sie diese Herausforderungen sehen. Und das ist jetzt einige Beispiele hieraus. Zunächst einmal aus dem Bereich der Versicherungen. Wie stark erkennen die Versicherungsunternehmen die Notwendigkeit der Digitalisierung? Und wir sehen hier drei Bereiche, drei Themenfelder abgebildet. Zum einen einen Online-Prämienrechner anzubieten, zum anderen ein Online-Kundenportal anzubieten und eine Versicherungs-App anzubieten. Von den befragten Unternehmensmitarbeitern haben rund 70% angegeben, dass es tatsächlich schon einen Online-Prämienrechner gibt und knapp ähnlich viele angegeben, dass es ein Online-Kundenportal gibt. Jetzt erscheint 70% eine zunächst nicht ganz tiefe Prozentsatz. Allerdings, wenn man überlegt, einen Online-Zugang zu seinen Versicherungsdienstleistungen, das ist jetzt mal nicht die allerneueste Entwicklung in der Digitalisierung, dann ist 70% vielleicht doch nicht ganz so hoch, wie man sich das wünschen würde. Und wir sehen auch gerade bei Online-Kundenportalen, dass viele Versicherungen dies erkannt haben und planen, weitere Aktivitäten hier zu unternehmen. Etwas weniger stark verbreitet sind bisher ist der App-Bereich bei Versicherungen. Nur rund 50% bieten das bisher an, aber auch hier einige Planungen für weitere Angebote. Wir sehen also, diese Herausforderung scheint erkannt zu sein. Ein weiteres Bild, welche Funktionalitäten sind denn in diesen Online-Angeboten bei den Versicherungen bereits enthalten? Und Sie sehen hier, dass doch eine Vielzahl von Funktionalitäten möglich ist, aber die meisten Versicherungen noch nicht alle davon anbieten. Standardsachen wie Meldung eines Versicherungsabfalls oder den Abschluss einer Police sind bei vielen abgedeckt, bei vielen Versicherungen. Aber neue Sachen wie zum Beispiel personalisierte Angebote, die neuen Möglichkeiten hier zu nutzen zum Kundenzugang oder E-Signatur und Zahlungen, die sind noch nicht so stark verbreitet, wie das technisch wohl möglich wäre inzwischen. Was wir ebenfalls sehen, ist, dass Apps zwar für die Versicherung eine Rolle spielen, viele bieten auch die Funktion auf den Apps an, aber offensichtlich vor allem als zusätzlicher Kommunikationskanal neben dem Online-Auftritt und nicht als eigenständiges Feature, weil wir sehen, dass die Möglichkeiten normalerweise sowohl online als auch in der App vorhanden sind und nicht nur in der App, nur in wenigen Fällen ist dies der Fall. Wenden wir uns einigen Beispielen aus dem Bereich der Banken zu und hier nun mal einen Blick auf die Industrialisierung stärker. Hier hat uns interessiert, wie stark produzieren die Banken in ihrer Wertschöpfung die Sachen selbst. Und ich habe vorhin schon erwähnt, der insgesamt Eigengrad ist sehr hoch im Finanzsektor, auch bei den Banken, nicht ganz so hoch wie bei den Versicherungen. Und wir sehen, dass vor allem Kernfunktionen wie Vertrieb und Beratung oder Kreditvergabe von den Banken stark selber gemacht wird. Ausgelagerte Wertschöpfung gibt es mehr bei den schon stärker automatisierten Bereichen wie dem Zahlungsverkehr oder den Wert der Wertschriftenabwicklung, sogenannte Commodities, bei denen die Banken sich auch kaum voneinander unterscheiden können, was einfach von den Kunden als Standarddienstleistung erwartet wird. Dazu hin sind das auch die Bereiche, die schon am stärksten digitalisiert und damit automatisiert sind, sodass man mit der Auslagerung auch die größten Effizienzgewinne erzielen kann im Gegensatz zur Eigenproduktion. Interessant ist, dass für die zukünftige Digitalisierung zwar auch diese Bereiche wie Zahlungsverkehr, Wertschriften, Depotverwaltung genannt werden, aber die Banken auch erkannt haben, dass sie in ihrem klassischen Geschäft der Beratung und dem Vertrieb stärker auf die Digitalisierung setzen müssen und eigentlich dort den höchsten Bedarf an zukünftigen Aktivitäten sehen. Wie wird nun die sogenannte Fintech eingebunden? Zunächst einmal müsste man Fintech definieren. Es gibt sehr, sehr viele Definitionen, Verwendungen dieses Modeworts. Wir verstehen hier eben den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien mit dem Ziel, Geschäftsvorgänge effizienter zu machen oder Geschäftsvorgänge ganz neu zu generieren.
Wir sehen, dass die Banken in den verschiedenen Themenbereichen, in denen man die Finanztechnologie, wenn man es ausspricht, aufteilen kann, durchaus bereits aktiv sind. Sie haben zwischen 40% und 60% der Befragten haben angegeben, dass ihr Unternehmen in den entsprechenden Bereichen aktiv ist, mit zwei Ausnahmen, nämlich Online-Vergleiche und Crowdfunding. Diese beiden Bereiche werden von den Banken selbst offensichtlich als weniger wichtig eingeschätzt oder zumindest als weniger wichtig innerhalb ihres Geschäftsmodells. Die anderen Bereiche von Big Data oder dem persönlichen Finanzmanagement oder dem automatischen Beratung, der Robot Advisory, werden von den Banken entsprechend wichtig gesehen. Was ebenfalls auffällt hier, dass in vielen Bereichen die blauen Säulen noch relativ hoch sind. Das heißt, der Eigenanteil, das, was die Banken selbst in diesem Bereich machen, ist noch vergleichsweise hoch. Es wird zwar viel auch kooperiert mit anderen Unternehmen, der graue Bereich, oder direkt eingekauft bei anderen Unternehmen, aber auch die Banken selbst sind in diesen neuen Technologien noch stark aktiv, insbesondere bei Kernsachen wie Big Data oder Robo-Advisory sind die Banken selbst vorhanden. Fassen wir das Ganze kurz zusammen. Wir haben versucht, um einen Überblick zu gewinnen, die Informationen noch in einen Digitalisierungs- und Industrialisierungsindex zu überführen. Im optimalen Fall, wenn alle Banken und Versicherungen in den entsprechenden Themenbereichen vollständig schon aktiv wären, würden wir 100 Punkte in diesem Index erreichen. Das ist aber nur ein theoretisches Maximum. Aber der Index gibt doch einen Überblick darüber, wo wir stehen. In der Digitalisierung sind die Unternehmen schon ein gutes Stück vorangekommen. Wir sehen, der Gesamtindex liegt etwa bei 50 für die Banken und bei 40 für die Versicherung. Die Banken sind also etwas weiter als der Versicherungsbereich schon in der Digitalisierung. Aber es besteht auch noch einige Luft nach oben. Es kann durchaus noch mehr gemacht werden. Wir sehen auch, dass insbesondere im Bereich des Frontends, also der direkte Kontakt zum Kunden, schon mehr entwickelt worden ist. Hier ist der Index höher gewichtet als in den Bereichen der Fintech-Bereichen und bei der Digitalisierung der verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette. Insbesondere zwischen Banken und Versicherung, gerade bei dem Kundenzugang, ist der große Unterschied. Der Wandel wird sicher weitergehen in der Digitalisierung und eben eng damit verknüpft dann auch in der Industrialisierung. Das sehen wir hier in dem zweiten Index abgebildet. Auch hier wiederum sind die Banken etwas weiter schon als die Versicherungen. Und insbesondere im Frontend-Bereich, also im Zugang zu den Kunden, ist die Industrialisierung schon relativ weit fortgeschritten. Beim Thema Outsourcing, also nicht alles, vor allem nicht die Kernkompetenzen selbst zu produzieren, sind beide Bereiche, Banken und Versicherungen, noch nicht sehr weit. Und im sogenannten Insourcing, das heißt die Dienstleistungen, die man besonders gut erbringen kann, auch für andere Player des Finanzsektors mit zu erbringen, hier ist noch der geringste Fortschritt zu erzielen. Es sind also sicher in der Industrialisierung, in der Automatisierung von Wertschöpfungsketten und in der Realisierung von Effizienzgewinnen noch einige Fortschritte in Zukunft möglich, sowohl für die Banken wie auch für die Versicherungen. Weitere wichtige Punkte sind vielleicht im Bereich der neuen Finanztechnologien, dass beide, sowohl Banken als Versicherung, als absolut wichtigsten Bereich die Anwendung von Big Data Analysen sehen, sowohl bei den Versicherungen für Risikogewichtung als auch für die Kundenbetreuung, Kundenangebote, was auch für Banken sehr wichtig ist. Dass dann aber sich das etwas aufspaltet, aber beide sehen die größte Bedeutung eigentlich im Bereich ihrer Kernkompetenzen. Bei den Banken ist das Personal Financial Management und das automatische Beraten der Kunden ein wichtiges Thema, was eben zum Kerngeschäft der Banken gehört. Und bei den Versicherungen ist es Smart Contracts und Vertriebsportale, die ebenfalls zum Kerngeschäft der Versicherung gehören. Während bisher also Digitalisierung und Automatisierung vor allem in Randbereichen ein Thema war, Zahlungsverkehr und Ähnliches, wird es zukünftig stärker auch in den Kernbereichen der Unternehmen sein und somit vermutlich zu noch stärkeren strukturellen Veränderungen, als wir das bisher gesehen haben, bei den Tätigkeiten in dem Finanzsektor führen.
Dies muss nicht schlecht sein. Dies erhöht die Produktivität, die Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit des Finanzsektors, führt aber eben, zumindest in Zeiten der Veränderungen, eben auch zu Veränderungen beim Personalbedarf und in der Strukturierung der Unternehmen, die aber eben wichtig sind, um gerade auch international konkurrenzfähig zu bleiben. Damit ein sehr schneller Ritt über die Studie. Vielleicht können wir später auch noch auf Fragen eingehen, aber damit schließe ich erst einmal ab. Vielen Dank. Besten Dank, Herr Eichler. Dann würde ich gerne das Wort an Herrn Ulrich geben. Besten Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf heute bereits zum dritten Mal nach den Jahren 2013 und 2015 an dieser Konferenz teilnehmen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich schätze das sehr. Die Banken vom Bankenplatz Zürich haben sich in einem schwierigen Jahr 2016 gut gehalten. Warum ein schwieriges Jahr? Einige Stichworte. Regulatorische Anforderungen, die uns stark fordern, politische Unsicherheiten, national, aber auch international, anspruchsvolle Finanzmärkte und Börsen und nicht zuletzt negativ Zinsen. Wenn wir das anspruchsvolle Umfeld in Betracht ziehen, in dem wir agieren, denke ich, dürfen wir mit dem leichten Wachstum, das wir erzielt haben, zufrieden sein und wir dürfen das als erfreuliches Resultat werden. Ich sehe einen guten Grund für Optimismus in unserer Branche. Man könnte sagen, der Nebel lichtet sich so langsam oder wenn Sie es anders wollen, ein Wintersturm hat auch seine positiven Seiten. Warum sehe ich Grund für Optimismus? Digitalisierung ist keine leere Worthülse mehr, wo die traditionellen Banken verschreckt zusammenzucken, wenn sie es hören oder lesen. Auch wenn wir alle nicht ganz genau wissen, wo die Reise hingehen, denke ich, haben wir heute sehr klar erkannt, was für wichtige Ansatzpunkte dass es gibt. Fintechs werden von den traditionellen Banken nicht als Bedrohung angesehen, sondern als Unterstützer, als Partner, die uns helfen, unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten. Notwendigkeit, Wertschöpfungskette weiter zu optimieren und zu verbessern, ist ganz klar erkannt. Viele Projekte sind angestoßen, man ist zum Teil schon weit. Und es besteht auch bei den grossen Banken keine Scheu mehr, zusammenzuarbeiten, gemeinsam einen Weg zu finden, um die Zukunft aktiv und erfolgreich zu gestalten. Die Altlastenbereinigung ist weit vorangeschritten. Wir denken, dass das Jahr 2017 nochmal ein wichtiges Jahr diesbezüglich wird sein. Wir glauben aber auch, dass das Thema allmählich an Bedeutung wird verlieren. Die fortschreitende Regulierung fordert uns weiter und ist eine grosse finanzielle Belastung für die Banken. Die Politik und die Regulatoren haben somit weiterhin einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Branche. Besonders für kleine Banken könnte die steigenden Kosten im Zusammenhang mit neuen Gesetzen und Regulationen zu einer ganz grossen Herausforderung werden. Eine konstruktive Debatte über Aufwand und Wirksamkeit hilft, das richtige Mass nicht aus den Augen zu verlieren. Wir dürfen diese Debatte laufend führen auf unterschiedlichsten Ebenen. Wir schätzen das außerordentlich und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Debatte weiterführen können. Die Zinswende könnte sich sogar in der Schweiz langsam abzeichnen. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz vorsichtig. Verbunden mit der Hoffnung, dass sich der Schweizer Franken allmählich abschwächen könnte. Und zu guter Letzt und sicher nicht am unwichtigsten fordern uns sich verändernde Kundenbedürfnisse, insbesondere inskünftig weiterhin stark. Das ist von den Banken erkannt. Es ist auch erkannt, dass wir ein ganz traditionelles Geschäftsmodell unter Umständen sehr grundsätzlich hinterfragen müssen. Bei allem Optimismus ist aber auch klar, dass wir auch dieses Jahr grosse Herausforderungen werden zu bewältigen haben. Und das ist ja in der Studie sehr treffend umschrieben. Die Bankbranche ist immer noch in einem tiefgreifenden Umbruch. Das gilt aber auch für andere Branchen, zum Beispiel für den Detailhandel. Mit dem Umbruch einher geht auch eine fortschreitende Konsolidierung, Automatisierung von Prozessen, wir haben es gehört, Verschiebung von
physischen Kanälen in digitale Kanäle, wenn es um Verkaufs- und Servicedienstleistungen geht. Und das bedeutet in unserer Branche leider immer auch Personalabbau. Die Transformation, in der wir stecken, eröffnet aber auch Geschäftschancen für uns. Es entstehen neue Jobprofile und tradierte Berufsbilder werden sich verändern. Ich werde oft gefragt, wie wir dann als Banken inskünftig noch möchten Geld verdienen oder können Geld verdienen. Die Frage ist vermeintlich und intellektuell einfach zu beantworten. Wir Banken müssen Mehrwert bieten. Jetzt, der Mehrwert, der wird aber nicht von uns Banken definiert, sondern der Mehrwert, der wird von unseren Kundinnen und Kunden definiert. Und wenn unsere Kundinnen und Kunden das, was wir ihnen liefern, zum Beispiel qualitativ hochwertige Beratung, wirklich als Mehrwert empfinden, dann sind sie auch bereit, uns dafür einen guten Preis zu zahlen. Und wir werden weiterhin Geld verdienen können. Die Institute in unserer Branche haben das sehr wohl erkannt und richten ihre Geschäftsmodelle neu sehr konsequent auf das aus. Wie die diesjährige Studie auch zeigt, ist die Anpassungsfähigkeit vom Bankenplatz Zürich, vom Finanzplatz Zürich, erfreulich gross und gut. Die Branche ist agil und ist in der Lage, auf sich verändernde Umweltbedingungen einzustellen. Das ist nicht nur so dank dem Institut, das ist auch so dank unseren hervorragend ausgebildeten und sehr motivierten Mitarbeitenden. Das ist auch so dank unseren ausgezeichneten Ausbildungsinstitutionen und das ist auch so, weil wir gute Rahmenbedingungen haben. Um zurückzukommen zu einer bildlichen Sprache, die Bankbranche ist auf ihrem äußerst kräftezehrenden Weg nicht nur durchs Tal durch, sie ist auch ein gutes Stückchen auf der anderen Seite den Berg hochgekommen. Unsere Branche wird sich im 2017 und in den Folgejahren weiter zum Teil grundlegend verändern. Die grossen Herausforderungen bieten aber auch hervorragende neue Geschäftsmöglichkeiten, lukrative Chancen. Und diese lukrativen Chancen möchten wir aktiv nutzen. Dazu ist eine durch gegenseitiges Vertrauen gekennzeichnete Zusammenarbeit, Wertschätzung und ein enger Dialog wichtig und entscheidend. Ein enger Dialog zwischen der Bankbranche, zwischen anderen Wirtschaftsverbände, zwischen Politik und Verwaltung. Das ist absolut matchentscheidend. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Besten Dank, Herr Ulrich. Dann würde ich gerne der Frau Stadtpräsidentin das Wort, das Schlusswort geben. Danke vielmals, geschätzte Frau Regierungsrätin, geschätzte Damen und Herren. Ich bedanke mich bei Martin Eichler für die Präsentation der aktuellen Zahlen und Erkenntnisse zum Einfluss von der Digitalisierung, ein Top-Thema auf den Finanzsektor. Und ich möchte auch dem Thomas Ulrich herzlich danken, dem Präsidenten des lokalen Bankenverband, für seine Einschätzungen am Puls des Zürcher Finanzplatz. Die Stadt Zürich, geschätzte Damen und Herren, steht hinter ihrem Finanzplatz. Es ist für uns ein zentraler Pfeiler unserer Stadtwirtschaft. Wir haben es gehört, der Finanzplatz steht vor einigen Herausforderungen. Vom niedrigen Zins, vom tiefen Zinsniveau und einem starken Franken war die Rede, bis hin zu den Finanzmarktregulierungen, die noch nicht abgeschlossen sind, und einem dynamischen Wandel, wo sich eben die gesamte Finanzindustrie drin befindet. Ich bin aber überzeugt, zusammen mit meinen Vorrednerinnen und Vorrednern, ich bin überzeugt, dass der Finanzplatz auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der Zürcher Wirtschaft wird sein. Schweizer Beratung und schweizerische Finanzdienstleistungen, die eben eine hohe Qualität haben, können sich, so bin ich überzeugt, im internationalen Wettbewerb auch weiterhin durchsetzen. Heute, mehr als je, müssen wir feststellen, sind Innovation und Investitionen in die Ausbildung von Mitarbeitenden und Investitionen auch in die Kundenberatung gefragt. Mit der Attraktivität für hochqualifizierte Arbeitskräfte bietet die Stadt Zürich hier ausgezeichnete Rahmenbedingungen. Talent
kommen gerne auf Zürich und sie fühlen sich bei uns wohl. Das ist ganz ein wichtiger Faktor. Im Hinblick auf den Strukturwandel, den die Digitalisierung mit sich bringt, in einem höheren Tempo, müssen wir feststellen, mit sich bringt, ergänzt sich neben den Herausforderungen, die damit verbunden sind, aber vor allem auch Chancen für die Stadt Zürich. Die neuen Technologien versprechen Produktivitätsgewinn, das ist das eine. Die Auslagerung von einzelnen Wertschöpfungsprozessen eröffnet innovativen Unternehmen Chancen in Partnerschaft eben mit den etablierten Institutionen vom Finanzsektor, dass sie können den technologischen Wandel, der stattfindet, mitprägen und mitgestalten. Frau Regierungsrätin hat Grundlagenforschung zu der Blockchain-Technologie an der ETH oder auch das beabsichtigte Forschungszentrum im Innovationspark Zürich erwähnt. In den letzten Jahren hat sich in der Stadt Zürich aber auch eine sehr innovative und eine gut organisierte Fintech-Startup-Szene entwickelt, die mit neuartigen Produkten eben den Strukturwandel mitgestaltet. Die traditionelle Nähe zu einem starken IT-Sektor bildet einen fruchtbaren Nährboden, damit wir in der Zukunft können mit diesen Entwicklungen Schritt halten. Und der IT-Sektor ist stark in Zürich. Das zeigt beispielsweise die Eröffnung der neuen Google-Büros, die nächste Woche in der Europa-Allee wird stattfinden. Dass wir in der Stadt Zürich und dass die Stadt Zürich langfristig erfolgreich bleibt, heisst aber, wir müssen auch die Weichen frühzeitig stellen und für einen soliden Finanzhaushalt sorgen. Die Mittel für die Infrastruktur, für Bildung und die Ausgaben, für Kultur, Soziales, müssen wir weiterhin genügend zur Verfügung haben, damit wir diese Investitionen in diesen Standort, in die guten Rahmenbedingungen, die diese Wirtschaft eben braucht, können zur Verfügung stellen. Diese Ausgaben, so sind wir überzeugt, sind direkte Investitionen in die für diese Branche ebenfalls sehr wichtige und einzigartige Lebensqualität, die wir in der Stadt Zürich und in der Region Zürich haben. Zu dieser Lebensqualität gehören durchaus auch noch andere Faktoren. Dazu gehört Vielfalt, dazu gehört Toleranz, dazu gehört Offenheit. Und auch in Zukunft sind die, so sind wir überzeugt, für unsere wirtschaftliche Entwicklung sehr relevant. Nur so bieten wir verschiedensten Firmen und ihren Mitarbeitenden ein Umfeld, wo sie eben das Potenzial, das sie haben, können ausschöpfen und innovativ können sein. Neben der Verantwortung, die die Stadt Zürich und der Kanton Zürich selbstverständlich trägt, liegt die Verantwortung auch bei den Unternehmen selber, dass diese Werte hoch gehalten werden können. Gleichstellung von Mann und Frau, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der Fachkräftemangel ist angesprochen worden, bessere Bedingungen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Verhältnismäßigkeit von Bonuszahlungen sind Herausforderungen, die wir gemeinsam bewältigen müssen. Im direkten Gespräch, und Thomas Ulrich hat es angesprochen, das sind ja mehr überzeugt, das ist enorm wichtig, im direkten Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft und gerade auch vom Finanzplatz stelle ich fest, dass das Verständnis und die Bereitschaft dazu vorhanden sind und auch gewachsen sind. Gemeinsam arbeiten Stadt und Kanton bei der Clusterpolitik schon seit vielen Jahren, wenn immer möglich Hand in Hand. Und wir bündeln damit unsere Kräfte. Wir erzielen gemeinsam, so bin ich überzeugt, auch nachhaltigere und damit eben auch bessere Ergebnisse. Zusammenarbeit mit der Volkswirtschaftsdirektion wird von unserer Seite, von Seite der Stadt, ebenfalls sehr geschätzt. Abschließend möchte ich mich da für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ich gebe damit das Wort wieder zurück an die Frau Regierungsrätin. Danke vielmals, Frau Stadtpräsidentin. Damit wären wir zum Schluss gekommen von unseren Präsentationen und das Wort wäre bei Ihnen. Wer möchte eine Frage stellen? Ja, bitte. Ich habe noch eine Frage zu diesen 50.000 Leuten, die im Banksektor beschäftigt sind. Also
Man sieht über die Jahre, dass diese Zahl sich nicht so massiv geändert hat, oder von 48.000 bis 47.000. Aber es war die Rede vor 2 oder 3 Jahren von massiven Stellenabbauen. Also könnten Sie diese Zahl ein bisschen erleuchten? Und gab es eigentlich so einen riesen Turnover? Also es wurden tatsächlich Leute entlassen, aber dafür sind neue reingekommen? Oder wie sollte man diese Zahlen oder diese Evolution verstehen? Ja, also zu einem gewissen Teil ist es tatsächlich so, dass Stellen zwar gestrichen wurden in einigen Bereichen, aber in anderen Bereichen eben geschaffen, teils bei den gleichen Institutionen, teils dann auch bei anderen Institutionen. Zum Beispiel im Compliance-Bereich sind in den letzten Jahren extrem viele Stellen zusätzlich entstanden, sodass per saldo der große Abbau, mit dem man zum Teil befürchtet hat, vor einigen Jahren eben nicht eingetreten ist. Das ist im Prinzip der Kern der Geschichte. Das für Sie? Ja, also das heißt, das kann man das irgendwie, könnte man, weil, wie ich mich erinnere, das war irgendwie, hat man von 2.000 bis 3.000 oder 4.000 Stellen geredet vor 2 oder 3 Jahren, die abgebaut werden sollen in den Banken. Also ist das tatsächlich so passiert und dann sind neue Stellen gekommen, in der Compliance zum Beispiel, oder? Also man hat keine exakte Statistik darüber, was in den einzelnen Unternehmen passiert. Aber wenn man sich die Entwicklung anguckt von den entsprechenden Berufsgruppen oder Ähnliches, hat es wirklich schon einen starken Strukturwandel gegeben oder einen starken Wandel an Tätigkeiten innerhalb der Banken gegeben. Teilweise auch zwischen den Institutionen deutliche Verschiebungen. Aber eben, während Abbau häufig als große Geschichte angekündigt wird, findet Aufbau eher oft schleichend statt und wird gar nicht so stark wahrgenommen. Und wenn man dann am Ende die Gesamtstatistik anguckt, muss man feststellen, dass trotz des Abbaus, der vielleicht in dem Maß, vielleicht auch nicht ganz in dem Maß, wie angekündigt, stattgefunden hat, insgesamt eben doch im Sektor die Stellen gehalten wurden, mehr oder weniger. Gut, und dann jetzt der Ulrich noch das Wort. Ja, es ist genau so. Also wobei man dazu schon bemerken muss, wenn wir natürlich beispielsweise Leute abbauen an der Front, die Geld verdienen für die Bank, und Leute aufbauen in Bereichen wie Compliance, das, was wichtig ist, aber keine direkte Erträge erwirtschaften können, dann ist das aus Sicht der Arbeitsplätze, schaut das nicht so dramatisch aus, aber die Struktur der Arbeitnehmenden hat sich schon zum Teil stark verändert, und wir müssen das schon zur Kenntnis nehmen. Unser Geschäft ist stärker regularisiert, das völlig wertfrei festgestellt, und da hat einfach eine Verschiebung der Arbeitskräfte stattgefunden, und das ist wichtig. Der nette Abbau ist wirklich nicht so dramatisch. Gut, hat's weitere Fragen, bitte? Einfach angehängt an diese Beschäftigungsfrage, inwiefern wird die Digitalisierung denn diese Verschiebung noch weiter fördern? Gibt es da auch Schätzungen? Weil Sie sagten ja auch, wir stehen eigentlich am Anfang erst von diesem Prozess. Können Sie dazu eine Schätzung zumindest abgeben? Also ich kann Ihnen keine Zahlen sagen, das wäre sicher nicht seriös, aber Sie haben recht, ich glaube, da wird es noch große Verschiebungen geben. Weil die Kunden das von uns so erwarten. Unser Leben ist von Digitalisierung durchdrungen. Sie bestellen ihre Bücher heute über Amazon, gehen vielleicht nicht mehr so oft in den Buchladen. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, Geschäfte abzuwickeln. Es werden neue Geschäftsmodelle entstehen, sind im Entstehen. Es werden neue Berufsbilder entstehen, die wir vielleicht heute noch gar nicht richtig abschätzen können. Heute ist der App-Programmierer, das ist heute ein Berufsbild, das bekannt ist. Vor einigen Jahren hätten wir vielleicht nicht abschätzen können, dass es so etwas einmal geben würde. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir hier noch starke Verschiebungen haben werden. Ob das am Schluss netto weniger Arbeitsplätze sein werden oder nicht, ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die Struktur anders aussehen wird. Das wird zwangsläufig so sein. Ich kann das vielleicht noch ergänzen aus volkswirtschaftlicher Sicht. Also die Berufsbilder werden sich verändern. Und die Digitalisierung ist die große Herausforderung für die ganze Wirtschaft.
Für eine so große Wirtschaft wie die Finanzbranche ist das natürlich noch viel von viel größerer Bedeutung. Aber eigentlich ist das ein Trend, den wir in der ganzen Volkswirtschaft sehen und den wir aber auch als Chance betrachten, dass neue Berufe entstehen, neue Berufsbilder und dass wir hier eben auch am Puls sind. Und dank dem, dass wir so gut aufgestellt sind im Kanton Zürich, ich habe gesagt, mit der ETH, mit unserer Universität, mit renommierten Firmen, Google wurde gesagt, Microsoft, Disney und so fort, oder? Denke ich, dass wir hier eine sehr große Chance haben, hier eben tatsächlich auch in der Zukunft dabei zu sein. Das ist auch ein gesamtvolkswirtschaftlicher Trend, den wir hier beobachten. Haben Sie weitere Fragen? Wenn das nicht... Ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte. Auch zu diesen Kriterien, zum Beispiel wenn als Geschäftsmodell, wenn eine Bank sagt, okay, wir möchten einen neuen Prozess entwickeln, aber wir machen es nicht selbst, sondern wir geben einen externen Auftrag. Wo sind da die Kriterien, dass sich eine Bank auch als Fintech versteht und sagt, nein, wir entwickeln jetzt das selbst, so in einer mit einer Startup-Mentalität, oder man gibt es extern? Wo ist da die Grenze? Es ist, jeder Einzelfall ist natürlich ein bisschen anders, aber was man feststellt, ist, dass die Unternehmen schon stark versuchen, die Banken stark versuchen, ihre Kernkompetenzen eher bei sich zu behalten und dem Kunden gegenüber auch ihre Kernkompetenzen klar auszudrücken. Während Tätigkeiten, die eben eher als Commodities, eher als Standards angesehen werden, tendenziell auch eher ausgelagert werden. Wenn man dann berücksichtigt, dass die Unternehmen davon ausgehen, dass in Zukunft gerade Kernbereiche wie Beratung wichtiger werden in der Digitalisierung, dann kann man davon ausgehen, dass die Banken selbst dort vermutlich aktiv bleiben werden. Und man sieht auch beim Auslagern, wenn die Zusammenarbeit mit Externen stattfindet, dass es weniger häufig der Einkauf von fertigen Lösungen ist, sondern dann eine Kooperation mit Externen und gemeinsam Lösungen entwickelt werden. Also den Banken ist sehr bewusst, dass sie hier ihre Kerntätigkeit bei sich behalten müssen oder im Griff behalten müssen. Ist der grundsätzliche Eindruck. Einzelfälle mögen anders aussehen, aber man sieht allerdings schon auch, wenn man so ein bisschen über die Zeit guckt, dass die Bereitschaft zu kooperieren größer geworden ist. Die Banken waren natürlich auch stark mit der neuen Regulierung beschäftigt nach der Finanzkrise, was Kerntätigkeit der Banken selbst war, und dass sie jetzt auch wieder eher Möglichkeiten haben, vermutlich an Kapazitäten, sich mit den neuen Entwicklungen zu beschäftigen und dann auch entsprechend kooperieren. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen pointierter sagen. Also die traditionelle Bankindustrie nutzt die Möglichkeiten der Fintechs sehr intensiv, weil kleine, dynamische, schnell agierende Unternehmen haben ganz andere Möglichkeiten, Dinge zu entwickeln. Da ist eine ganz andere Kultur, da ist ein ganz anderes Know-how da. Und da gibt es einige Beispiele, die genannt werden können, wo die Banken das nicht selber entwickelt haben, sondern Fintechs haben das für uns gemacht. Und wir haben das nachher übernommen und in unsere Prozesse integriert. Und ich glaube, das ist der große Vorteil. Jeder muss seine Kernkompetenz ausspielen, und die Kernkompetenz der Fintechs ist eben die Schnelligkeit, die Innovationskraft, das andere Geschäftsmodell, die andere Kultur als bei den traditionellen Banken. Und das wird immer stärker genutzt werden. Das ist der große Vorteil, wenn wir diese Szene hier in Zürich haben, weil wir die etablierte Bankszene und die neue Bankszene hier am gleichen Ort haben, gibt das enorme Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Und das müssen wir noch stärker spielen. Genau, und das wollen wir vor allem auch im neuen Innovationspark noch stärker spielen. Das ist ein nationales Infrastrukturprojekt, der Innovationspark in Dübendorf. Und genau dort wollen wir diese Stärke nutzen, zum Gesamtwohl letztlich der Zürcher Wirtschaft. Aber das muss ich sagen, dann geht es auch um die Volkswirtschaft der ganzen Schweiz. Und in diesem Sinne herzlichen Dank, wenn Sie nicht mehr Fragen haben. Aber selbstverständlich stehen wir Ihnen noch für Quotes und so weiter noch kurz zur Verfügung. Besten Dank.